Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der neuen PvP-Serie bzw. des neuen Upload-Plans. Wir spielen heute Project Aris und zwar auf der Map Ring Race. Und ich werde gleich mal kurz erklären, was das hier ist. Und zwar gibt es zwei große Teams, wobei die momentan nicht so groß sind. Wir haben ein 9 gegen 10. Ich bin im... jetzt 10 gegen 10. Und ja, es geht einfach darum, die Wollblöcke der Gegner zu holen und dann ins eigene Monument zu bringen. Das war klug. Das Monument befindet sich da oben drin. Genauso wie beim anderen Team auch. Und die Wollblöcke habt ihr auch eben schon gesehen. Die sind dort und dort. So, dann hole ich mir noch einen Wassereimer. Und dann bin ich bereit. So, mal gucken. Hier in der Mitte ist eine kleine Schlucht. Das heißt, das wird erstmal ein bisschen dauern, bis wir zu denen kommen und auch andersrum. Ich helfe dir mal hier. Oh, das finde ich aber cool, dass die schon... Ja. Klappt das noch? Hey, du Spacko! Gut! Du bist ein Held, Alter! Ich wollte die gerade schon loben. Ich hätte gern Wasser drin. Weil das hier auf jeden Fall auf dem Weg liegt. Ups. Im Vergleich zu dem Ding da hinten. So. Okay, sehr gut. Ich hoffe mal, die Bobs machen das hier zu. Dann esse ich kurz was. Und gehe auf Angriff. Und zwar ist meine Lieblingstaktik eigentlich immer, mich hochzubauen. Und danach runterzuspringen. Mal gucken. Noch tun sie nichts. Der erste sieht mich und schießt. Trifft nicht. Und, oh, das war knapp. Auch das war knapp. Achso, ich kann nicht mehr weiter. Ich bin ein Held. Ich habe den Wasser aber nicht mehr ausgewählt. Aber gut, jetzt haben wir schon mal eine kleine, einen kleinen Pillar. Was auch immer. Wie nennt man das? Bin ich dumm? Ja, ich bin ein bisschen dumm. Und ich sollte auch schon lange schlafen gehen. Aber egal. So, machen uns wieder ein paar Rüstungsteile und einen Eimer. So. Mal gucken. Okay, das Wasser ist noch da. Immerhin. Oh, da ist ein Feind. Und er ist weg. Ciao. Noch ein Feind. Ja, ich hoffe mal, die holen dir noch einen. Aber ich glaube an euch. So, dann mache ich mir jetzt mal ein paar Leitern. Ja, so. Ist das... Nee, ist kein Feind. Ich glaube, das sollte reichen. So. Mal sehen. Aber ja, so hoch ist das nicht. Da ist jemand runtergesprungen. Bisher hat noch niemand irgendwas geplündert. Aber mal sehen, wie lange sich das hält. So, ich baue mit Glas, weil den sehen nämlich nicht. Hoffe ich mal. Das hat super gut funktioniert. Oh, da ist auch schon ganz weit oben. Oh, das wird nichts. Ah, ich treffe nicht. Jetzt vielleicht. Sehr gut. Ach, Kacke. Er hat schon öfters getroffen am Anfang. Ja, langsam. Langsam. Ich glaube, ich habe mehr Leben. Ich kann auch mal meinen Apfel essen. Oh, jetzt schießt er. Oh, sehr schön. Ich baue mich nur weiter nach vorne. Zur Not kann ich auch runterspringen. Jetzt bin ich schon ziemlich weit. Okay, er ist schon nicht mehr da, glaube ich.
Nee. Ach, vielleicht ist er auch tot. Naja, würde mich wundern. Ja. Ich bin weg. So, jetzt laufe ich denen hinterher. Die sehen mich natürlich nicht. Netterweise. Das klappt bisher ganz gut. Hallo. Okay, und da ist kein Gegner. So wie es aussieht, hoffe ich. Mal sehen. Auch von hinten. Nein, ich will hoch. Okay, geschafft. Okay, das hier ist ein Wollraum. Da können wir uns in die Wolle holen. Und dann können wir uns noch hier gute Sachen holen. Unter anderem ganz viel Äpfel. So, das heißt, wir haben ja so gut wie immer zwei Herzen schon mal mehr als die Gegner. Mal gucken, jetzt könnte ich direkt zum anderen Wollraum gehen oder diese Wolle erstmal safe nach Hause bringen. Aber ich glaube, bisher ist da niemand und deswegen mache ich das mal so. Sonst könnte ich immer noch zurücklaufen. Okay, der hat auch schon eine Wolle. Aber egal, ich hole mir die erstmal. Vielleicht klappt das ja. So. Okay, jetzt habe ich Rot und Gelb. Mal gucken, der holt sich hier auch noch. Okay, das wird jetzt auf jeden Fall spannend, weil es sieht so aus, als würden echt viele von uns die Wolle schon haben, aber wahrscheinlich auch, weil wir jetzt eben keine gute Defense mehr haben. Ja. Und ja, genau, ich wollte es gerade sagen. Das haben, ja, das gleiche haben die jetzt auch gemacht. Das heißt, die waren auch bei uns und haben die beiden Wollblöcke platziert. Das war jetzt echt ein knappes Ding. Aber, ja, war schon mal eine ganz schöne Runde. Dann würde ich sagen, spielen wir einfach direkt die nächste. Und gucken mal, wie diese wird. Und los geht's. Das hier ist eine Map, die ich noch nie gespielt habe. Aber vom Aufbau her sind die alle relativ ähnlich. Und zwar gibt es hier Eisen. Ups. Dann mache ich mir hieraus erstmal direkt wieder. Okay, das ist das Monument. Direkt wieder ein bisschen Rüstung. Und einen Eimer. Diesmal habe ich sogar an einen Eimer gedacht. So. Ein bisschen Holz. Und dann mal gucken, wo ist der Ausgang? Hier, das ist einfach ein Portal wahrscheinlich. Genau. Wasser. Okay, ist echtes Wasser. Auf manchen Maps denkt man, dass man Wasser irgendwo rausgeholt hat, aber dann war das irgendwie... der wird fliegen, ja. War das irgendwie ein protected Bereich. Ach, ich wollte schon sagen, wie ist denn rübergekommen? Oh. Das wird jetzt direkt... Oh, der hat mich ja von hinten geschlagen und dadurch bin ich vorbeigekommen. Das war natürlich sehr nett von dir. So, das wird jetzt schwierig hier. Aber, oh, das sieht gut aus, sehr schön. Und einmal hier durch, dann bin ich erstmal sicher. Sehr gut. Okay, esse ich erstmal einen Apfel. Ach, das ist ein Kumpel. Gunpowder. Was will ich denn mit Gunpowder? So, mal gucken. Dann gibt es oben wahrscheinlich noch den guten Stuff. Genau. Das hier und ein Power- und Punchbogen. Okay, Äpfel habe ich wieder ohne Ende. Das heißt, die kann ich einfach so essen. So, da ist direkt ein Gegner. Und weg mit dir. Sehr gut. Dann laufen wir direkt wieder zurück. Diesmal sicher und da scheinen keine Gegner zu sein. Oh, und von hinten hoffentlich auch nicht. Nee. Das ist gut. Jetzt muss ich natürlich... das Monument finden, weil ich kenne die Map ja nicht wirklich, aber ich habe das eben schon gesehen. Mal gucken, ob ich das vor dem anderen Typ schaffe, weil der die Wolle auch direkt geholt. Purple. Ja, hier ist es direkt. Da. Hier? Ja. Woo! Das war... Der war direkt hinter mir, oder? Ja, das war echt knapp. Na gut, aber ist hier eh ein Teamspiel. So, haben wir schon mal die erste. Dann mal gucken. Die zweite ist dann einfach auf der rechten Seite. Deswegen
gehe ich, glaube ich, einfach noch hier durch. Und dann durch das Portal. So. Ich könnte noch ein Herz mehr gebrauchen. Mal gucken, da bauen sie sich hoch. Hier scheint auf jeden Fall mehr los zu sein als links. Mal sehen. Aber ich habe auf jeden Fall... Oh, ja, einen Vorteil durch den guten Bogen. Und jetzt haben die auch schon die erste Wolle geholt. Ja, da sind auf jeden Fall mehr Grüne. Ich baue mir hier eine kleine Plattform. Zur Sicherheit. Oh, das ist auf jeden Fall ein Punchbogen. Ich könnte natürlich versuchen, durchzurushen. Das war's jetzt. Nein, meine Hose und mein Bogen. Okay, wieder neue Sachen holen und... Ah, schon wieder verloren. Das gibt's doch nicht. Dann würde ich sagen, weil das echt beides eigentlich ganz schön rund waren, spielen wir noch mal kurz was anderes hier auf dem Server. Das ist mehr oder weniger auch Project Ares, aber in einer Mini-Version. Und zwar ist das hier das der Arcade-Modus. Ich hoffe mal, dass das Server, dass da Leute online sind. Hä? Ist schon wieder zu? Das war mal auf. Oh nein! Das gefällt mir nicht so gut. Und das hier... Oder ist es das? Blitz. Nee, Blitz ist was anderes. Blitz war irgendwas, wo man nicht respawnt. Na ja, dann mache ich einfach nochmal hier eine Runde. Auf der Map, die ist echt cool. Ist auch eine Capture the Rule Map. Und ich kann einfach mitspielen, indem ich hier ein Team selecte. Mal gucken. Slash Match. Dann sieht man, wie lange das schon läuft. Ja, 4 Minuten erst. Das geht auf jeden Fall klar. So, hier gibt's Eisen. Dann mache ich mir eine Rüstung. Einen Eimer habe ich schon, aber ich mache mir nochmal neun. Einmal, weil ich eh genug Eisen habe. Und weil ich die Effekte nicht verlieren möchte. Es ist nämlich total dunkel auf der Map. Man hat nämlich Night Vision und wird den Effekt ja verlieren, wenn man die Milch trinkt. So, da oben ist schon ein Steg von den Gegnern. Ich glaube, ich werde da direkt mal anschließen. Müsste hier sein. Ah, da ist auch gerade niemand. Machen wir es ein bisschen schöner. Er trifft nicht. Oh, er trifft. Gut. Achso, das wäre jetzt total dumm. Weil ich da keine Leitern dran platzieren kann. Dann machen wir das gleich nochmal. Mit Holz. Und dann komme ich auch gleich leichter hoch. Falls ich diesen Weg gehe. Wobei mir das, wie gesagt, oben lang immer mit am besten gefällt. So, hier ist schon Ende. Dann schließe ich kurz an den Steg da oben an. Und dann kann ich auch schon... Oh, drüber rushen. Wenn da keine Gegner kommen würde. Oh, da ist einer ohne Rüstung. Auch gut. So, den sollte ich aber auch killen. Der ist ein Apfel. Aber das bringt mir nicht viel. Sehr gut. Weil er eh schon... Ja, oder weil er auch schon gedamaged wird, während ich ihm... während er ein Apfel isst. Okay. Nein, 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 tu's nicht, tu's nicht, tu's nicht. Lass mich in Ruhe! Oh, da baue ich schon... Oder... Ach nee, das sind meine Leute. Ah ja, gut. Meine Jungs... Nein! 1,5 Herzen hatte ich mir gestorben. Ich hätte, ja, dann noch Wasser setzen können. Ah, Mist, das war zu spät. Okay, jetzt weiß ich schon mal, dass da auf jeden Fall, dass man da gut durchkommen kann. Mache ich mir wieder die Standardsachen.
So, einmal. Und das hier alles. So. Einmal Holz. Und dann geht's los. So, ups. Echtes Wasser? Ja. So, du... Ach nee, du bist blau. Oh, du bist aber nicht blau. Du leckst! Okay, der wird dir nicht vorbeikommen. Okay. Der ist down. So, ich mache mir jetzt mal eine Werkbank. Und ein paar Sticks. Ja, reicht nicht, oder? Egal. Sonst baue ich mich danach noch mit ein paar Blöcken hoch. Ah, Mist. Das wird knapp, aber reicht nicht. Ja, komm, da muss ich mir dann nächstes Mal eine neue machen. Oder ich mache mir eine kleine Treppe. So. Dann esse ich kurz was. Und ich guck mal. Ich würde mich eigentlich am liebsten ein bisschen weiterbauen. Solange es geht. Ja, es geht nicht. Danke für das Wasser. Oh, das war natürlich schön. Danke. Oh, hier wird es jetzt knapp. Ja, schaffe ich nicht. Ah, Mist. Ich glaube, da war eben ein Dach über mir. Die bauen da echt eine gute Defense. Und das, ja, kann man bei uns nicht so sagen. Nicht wirklich. So. Oh, ich habe direkt zwei Eimer. Nein. Ah, der tötet mich einfach. Das ist echt asozial. Ich kann verstehen. Der ist blau. Hä? Warum bekommst du Damage? Komisch. Gibt's hier irgendeinen Gifttrank oder sowas? Oder was hat der Wither? Keine Ahnung. Naja. So. Und Holz. Und dann geht's wieder los. Der ist runtergefallen. Aber noch nicht tot. Oh, er hat Wasser gesetzt. Doch, jetzt ist er tot. Hä? Hier wurde noch nichts gebaut? Ah, doch, da. Hey, du. Soll ich dich auch spliefen, ja? So. Dafür gibt es sogar eine Todesnachricht, wenn man einen Spieler splieft. Steht auch irgendwas von wegen, der und der hat den und den Spieler gesplieft. So, wäre schön, wenn der kurz warten würde. Jetzt habe ich auch keine Axt oder so. Oh, das hat sogar gut geklappt. Meistens hängen da alle Leute im gleichen Block. Und behindern sich gegenseitig. So. Ja, die bauen sich echt eine gute Defense zusammen. Weg von dir. Ich wollte schon sagen, ey. Der leckt wie sonst was. Der eben auch schon. Oh. Hat's mir auch kurz geruckelt. Weg mit dir. Der kann mich nämlich abschießen. Gleich. Okay, der ist weg. Aber doch wahrscheinlich im Void. Ne, der hat's überlebt, oder? Na gut. So, mal gucken. Jetzt versuche ich mich darüber zu bauen. Und bisher schießt noch niemand. Aber das wird sich wahrscheinlich gleich ändern. So, wir switchen mal zu Tarnung. Jetzt sind wir unsichtbar. Ja, bisher läuft das echt. Oh. Und das war's schon. So, jetzt versuche ich mich hier hochzubauen.
Ah, nein, nein. Lass es. Ich bin drüber. Ja. Und hier durch. Sehr gut. Okay, perfekt. Das war ein knappes Ding. So, dann ziehen wir das an. Ups. Oh, rotes Team ist schon wieder. Sind schon wieder nicht wir. So. Machen wir das so. Dann trinke ich kurz meine Potion. Esse einen Apfel. Noch einen. Und dann gucke ich mal. Kann ich einfach rüberrushen? Weil jetzt habe ich ja schon mal die Rüstung. Das möchte ich nicht direkt aufgeben. Also am besten wäre es vielleicht sogar, mich hochzubauen. Und das war's dann schon direkt wieder. Verdammt. Alle drei Runden verloren. Läuft! Aber trotzdem waren das, ja, wo ich verloren habe, echt ganz schöne Runden. Und, ja, deswegen werde ich es auf jeden Fall hochladen. Dann, ja, hoffe ich, es hat euch gefallen. Dann könnt ihr nochmal in der Beschreibung gucken, falls ihr euch nochmal den PvP-Plan angucken möchtet. Und ihr könnt auch in die Beschreibung gucken, falls euch die IP interessiert, wenn ihr auf dem Server spielen wollt. Gut, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.